Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und heute stehen wir in meiner Küche. Wie von euch gewünscht, zeige ich euch heute meinen gesunden Kakao, also das Rezept dazu. Und zwar machen wir zusammen einmal einen heißen Kakao und auch einen kalten Kakao, also eine sozusagen Eisschokolade, bei den heißen Temperaturen im Moment wahrscheinlich auch gar nicht so verkehrt. Und wenn euch die Rezepte interessieren, dann bleibt dran. Die Rezepte könnt ihr euch auch kostenlos auf meiner Homepage herunterladen. www.askdramie.com ist meine Homepage. Ich verlinke sie euch auch nochmal unten in der Beschreibung. Und da bekommt ihr, wie gesagt, auch nochmal kostenlos die Rezepte. Der ein oder andere möchte sie vielleicht auch gerne ausdrucken und hat vielleicht ein Kochbuch, wo er sie abheften möchte. So mache ich das nämlich immer mit meinen Rezepten. Aber wir gehen das auf jeden Fall gleich auch nochmal gemeinsam durch, wie es funktioniert. Wir werden also gleich gemeinsam die beiden Kakaorezepte machen, also den heißen und den kalten Kakao. Aber bevor wir damit beginnen, möchte ich noch einmal kurz zu den einzelnen Produkten, die ich gleich verwenden werde, etwas erzählen. Zunächst einmal muss ich sagen, das ist jetzt eine gesunde Kakao-Alternative. Hatte ich in meinem letzten Video ja schon angesprochen. Und eine vegane Alternative, also ohne Kuhmilch. Und wer Kuhmilch gewohnt ist und vor allem auch diese Fertig-Kakao-Drinks mit ganz, ganz viel Zucker drin, der wird auf jeden Fall erstmal einen anderen Geschmack hier erleben. Also es ist nicht zu vergleichen mit diesem Zucker-Kakao- und Kuhmilch-Geschmack. Es schmeckt auf jeden Fall erstmal anders. Und der ein oder andere muss sich vielleicht auch erstmal an den Geschmack gewöhnen, bis es einem dann schmeckt. Aber kleiner Hinweis, die Geschmacksnerven brauchen ungefähr 10 Tage, um sich einmal komplett zu erneuern. Und dann, wenn man so lange den Zucker reduziert hat, dann haben sich die Geschmacksknospen auf jeden Fall auch schon an den neuen Geschmack gewöhnt und an weniger Zucker. Und dann empfindet man Dinge, die eigentlich gar keinen Zucker enthalten, auf einmal doch süß. Also wenn ihr es nicht gleich mögt, haltet durch, probiert es ein paar Mal aus und dann werdet ihr euch, denke ich, auch dran gewöhnen. So war es bei mir auf jeden Fall. Beim ersten Mal mochte ich es auch noch nicht ganz so gerne, aber dann habe ich mich auch dran gewöhnt und jetzt liebe ich es. Also es ist wirklich nicht so, dass ich mir irgendwas reinzwänge, was ich nicht mag, dann müsste ich es ja gar nicht trinken, sondern ich liebe es, es schmeckt mir so gut. Und ich vermisse den anderen Kakao mit Zucker überhaupt nicht. Und bei mir war es auch so, dass ich erstmal ein bisschen rumtüfteln musste, welches Kakaopulver verwende ich, welchen Pflanzendrink nehme ich dazu, in welchem Verhältnis mische ich das beides, damit es schmeckt. Deswegen am Anfang habe ich es viel zu stark gemacht und das war auch mit ein Grund, warum ich es am Anfang nicht mochte. Und ich zeige euch ja gleich die Variante, die ich jetzt für mich herausgetüftelt habe, wie es mir am liebsten schmeckt. Und wenn ihr gleich damit anfangt, dann habt ihr wahrscheinlich auch einen leichteren Einstieg, als ich ihn damals hatte. Also wenn ihr wirklich noch nie vorher einen Pflanzendrink getrunken habt oder immer nur Kuhmilch, dann würde ich euch empfehlen, fangt mit Hafermilch an. Hafermilch ist nämlich vom Geschmack her sehr neutral und schmeckt auch im Verhältnis noch ein bisschen süßer als manche andere Pflanzendrinks. Ich achte immer darauf, dass kein Zucker zugesetzt ist. Also mit Zucker meine ich keinen zugesetzten Zucker. Achtet also einerseits auf die Zutatenliste, dass kein Zucker in der Zutatenliste steht. Also dass wirklich kein Zucker zugesetzt ist. Trotzdem, wenn ihr mal auf die Nährwerttabelle achtet, werdet ihr feststellen, da ist trotzdem ein Anteil Zucker drin. Also da steht ja mal Kohlenhydrate so und so viel Gramm, davon Zucker so und so viel Gramm. Also da ist trotzdem ein gewisser Anteil Zucker drin. Und ich habe auch gehört, dass sie die Hafermilch so verarbeiten, dass von den Kohlenhydraten des Hafers Zuckermoleküle abgespalten werden, damit es insgesamt süßer schmeckt. Wenn ihr Pflanzenmilch, also Hafermilch, zu Hause selber herstellt, das kann man ja auch, dann schmeckt sie überhaupt nicht süß, weil eben alle Zuckermoleküle in Kohlenhydraten gebunden sind, also in längerkettigen Kohlenhydraten und nicht als Einfachzucker zur Verfügung stehen. Aber nichtsdestotrotz achtet auf jeden Fall darauf, dass nicht noch Rohrzucker oder anderer Zucker zugesetzt ist. Hafermilch hat auch den Vorteil, es schäumt mehr als die andere Milch, die ich euch gleich noch zeigen werde, also Hafer-Hanfmilch. Wenn ihr gerne Schaum mögt und das auch gewohnt seid,
könnt ihr auf jeden Fall entweder mit dieser Hafermilch beginnen, die schäumt schon ganz gut. Oder wenn ihr richtig viel Schaum wollt, dann würde ich euch so eine Barista-Milch empfehlen. Das ist eine Mischung aus Hafer- und Sojamilch und die schäumt wirklich richtig doll. Also für alle Schaumliebhaber kann ich die empfehlen. Ich persönlich nehme die eigentlich nicht. Das ist jetzt die von meinem Freund, weil er die immer für seinen Kaffee verwendet. Mir schmeckt sie ein bisschen zu süß. Hier ist auch mehr Zucker drin als in der Hafermilch. Aber wie gesagt, wenn ihr gerne Schaum trinkt, dann nehmt auf jeden Fall die. Und für die Eisschokolade verwende ich die ganz gerne. Ich weiß nicht warum, aber ich finde, als kalte Eisvariante schmeckt die doch noch einen Tick besser als die andere Milch. So, und dann habe ich hier noch, wie gesagt, Hafer-Hanf-Drink stehen. Der enthält am wenigsten Zucker, nur 1,6 Gramm auf 100 Gramm. Also echt wenig. Und der schmeckt aber auch noch weniger süß, also ein bisschen, ja nicht bitter, aber bitterer als die anderen Pflanzendrinks. Wenn ihr ganz neu seid und gerade umstellt, würde ich nicht unbedingt gleich damit anfangen, sondern mich erstmal langsam herantasten mit den anderen Varianten. Aber wenn ihr dann ja noch mehr darauf achten wollt, dass noch weniger Zucker drin ist, oder einfach noch weniger Süßes vom Geschmack her haben wollt, dann ist das eine sehr, sehr gute Alternative. Was ich euch noch empfehlen kann, ist, dass ihr einfach mal verschiedene Pflanzendrinks durchprobiert. Die schmecken alle ein bisschen anders, aber auch die verschiedenen Hersteller mal durchprobiert, weil Hafermilch schmeckt von jedem Hersteller noch mal ein bisschen anders und es sind auch andere Zutaten enthalten. Ich würde auf jeden Fall darauf achten, dass ihr eine Bio-Hafermilch kauft, weil da im Allgemeinen gesündere Inhaltsstoffe drin sind und auch weniger, wirklich aufs Nötigste reduziert. Bei den Nicht-Bio-Haferdrinks sind oft ganz viele Zusatzstoffe und so weiter noch drin. Deswegen kaufe ich immer bei Hafermilch Bio-Hafermilch und in der Regel, wie gesagt, kein Zucker sollte drin sein. Eigentlich nur Wasser, Hafer, Meersalz. Und manchmal ist noch ein Öl drin, Sonnenblumenöl oder ähnliches, aber viel mehr sollte dann auch eigentlich nicht drin sein. Und dann probiert einfach mal verschiedene Firmen aus, weil die doch trotzdem sich noch ein bisschen unterscheiden im Geschmack. Dann sage ich jetzt einmal was zum Kakao. Ich habe den hier abgefüllt in so Glasbehälter. Beim Kakao gibt es schwach entölten Kakao und stark entölten Kakao. Der stark entölte ist eigentlich noch gesünder als der schwach entölte. Der schwach entölte schmeckt mir aber einen Tick besser. Der schmeckt ja schokoladiger und trotzdem ein bisschen süßer, auch wenn kein Zucker drin ist. Und der stark entölte, der schmeckt ein bisschen, ich sag mal, bitterer. Und von dem stark entölten muss man auf jeden Fall auch noch mal weniger Pulver nehmen als bei dem schwach entölten, weil er sehr, sehr intensiv schmeckt. Und bei dem schwach entölten verwende ich im Moment Alnatura. Ich kenne auch gerade keine andere Firma, die schwach entölten auf dem Markt hat. Und beim stark entölten, ja, im Moment habe ich dieses von Jovinda. Ich weiß nicht, wie man die Firma ausspricht. Gepa schmeckt auf jeden Fall auch ganz gut. Den habe ich hier noch. Einige mochte ich auch überhaupt nicht. Ich weiß aber gar nicht mehr, welche das waren, die ich nicht mochte. Also probiert einfach mal ein paar aus und dann findet ihr auf jeden Fall den heraus, den ihr gerne mögt. Also sowohl das schwach entölte als auch das stark entölte Kakaopulver hat nur zwei Inhaltsstoffe, nämlich Kakaopulver und als Säureregulator Kaliumcarbonat. So, jetzt habe ich auf jeden Fall genug gesagt zur Theorie. Jetzt wollen wir mal loslegen und den Kakao zubereiten. Ich freue mich auch schon drauf. Dann legen wir jetzt mal mit den Rezepten los. Ich mache erstmal einen heißen Kakao mit der Hafer-Hanfmilch und danach nochmal den Eiskakao mit dem Barista-Drink, also Hafer-Soja. Und wir legen jetzt erstmal hiermit los. Also vorher immer gut schütteln, das ist wichtig, weil manchmal klumpt das ein bisschen. Und ich verwende dazu einen Milchschäumer. Wenn ihr keinen Milchschäumer habt, dann könnt ihr das auch einfach im Kochtopf auf dem Herd warm machen. Mikrowelle würde ich nicht unbedingt nehmen, halte ich nicht so viel von, aber im Kochtopf auf der Herdplatte könnt ihr es auch warm machen. Das geht genauso. Und entweder ihr verzichtet auf den Schaum und macht es einfach nur warm, oder aber wenn ihr einen Milchschaum wollt und keinen Milchschäumer habt, dann könnt ihr auch so einen Stab kaufen, wo am Ende so ein Milchschäumer dran ist. Ist auch gar nicht so teuer und ja, den könnt ihr einfach auch kaufen. Aber dieser Hafer-Hanf-Drink,
Drink, der schäumt sowieso gar nicht. Also da ist das ein bisschen witzlos, den versuchen zu schäumen. Er schäumt einfach nicht, auch nicht mit dem Milchschäumer. Ich nehme den einfach nur, weil es einfacher für mich ist, hier mit warm zu machen. Der hat nämlich eine Warm- und eine Kaltfunktion, also heizt die Milch auch gleichzeitig auf. Und dann schenken wir jetzt einmal ein. Und zwar mache ich erstmal so viel, dass dieser Pinökel da knapp bedeckt ist. Da es nicht schäumt, kann man hier ein bisschen mehr von reinmachen. Wenn ihr Milch nehmt, die schäumt, dann müsst ihr ein bisschen weniger nehmen, damit noch Platz nach oben ist. Und dann drücke ich einmal, jetzt leuchtet das rot und jetzt wird das einfach erwärmt. Und wie gesagt, wenn ihr einen Haferdrink nehmt, der schäumt, dann wird er jetzt auch geschäumt. Aber in diesem Fall nicht. So, in der Zeit nehme ich schon mal ein Glas. Normalerweise mache ich es in der Tasse, aber im Glas ist es für euch gerade leichter zu sehen. Und einen langen Löffel. Und wir nehmen jetzt mal den schwach entölten Kakao. Von dem schwach entölten kann man ein bisschen mehr nehmen, also so einen gehäuften Löffel. Den geben wir hier schon mal rein. Und dann warten wir. Seht, das dampft hier auch schon oben, das wird jetzt richtig warm. So, jetzt ist das erste fertig. Ich gieße es einfach nur drauf. Das ist jetzt noch zu wenig. Ich rühre aber schon mal um, dass sich keine Klumpen bilden. Wenn da ein bisschen Klumpen sind, dann könnt ihr die auch am Glas einfach zerdrücken. Aber mich stört es eigentlich nicht, wenn da welche drin sind. So, und dann mache ich das Ganze nochmal, weil wir brauchen ungefähr die doppelte Menge. Auch für die Menge an Pulver, die ich genommen habe, ist das jetzt noch zu wenig Milch. Das schmeckt mir jetzt so zu intensiv. Deswegen mache ich genau die gleiche Menge nochmal. Und wir warten wieder, bis es fertig ist. So, jetzt höre ich auch schon auf und unterbreche, sonst wird mir das nämlich zu warm. Also das zweite Mal mache ich es nicht ganz heiß, weil ihr es nämlich, wenn ihr es nicht ganz heiß macht, gleich trinken könnt. Und ich bin ja ein ungeduldiger Mensch. Ich möchte das jetzt gleich trinken können. Wenn ihr es nochmal komplett heiß macht, müsst ihr wirklich erstmal warten, bis es ein bisschen runtergekühlt ist, sonst ist es zu heiß. Aber ansonsten ist es jetzt schon fertig, das war's. Es ist eigentlich so einfach. Man muss halt einfach nur einmal herausfinden, wie viel Milch zu wie viel Pulver man nimmt und damit es gut schmeckt. Und das war es eigentlich auch schon. Wir machen jetzt direkt weiter mit dem Eiskakao, also der kalten Variante, jetzt für den Sommer. Ich stelle das mal zur Seite. Dafür nehme ich die Barista-Milch, die schäumt richtig doll. Dann seht ihr auch nochmal den Unterschied. Hier bei dem Hafer-Hanf-Drink hattet ihr wirklich überhaupt keinen Schaum. Das ist gar nicht geschäumt. Und hier habt ihr gleich das komplette Gegenteil, sehr, sehr viel Schaum. Und das mag ich bei so einer Eisschokolade ganz gerne. Wieder vorher ein bisschen schütteln. So, und dann bei der Eisschokolade müsst ihr bedenken, dieses Kakaopulver, das löst sich nur in heißem Drink. Das heißt, ihr müsst erstmal eine kleine Menge heiße Hafermilch machen. Darin das Kakaopulver lösen und dann könnt ihr kalt obendrauf machen. Aber wenn ihr von Anfang an kalt macht, dann löst sich das Pulver nicht wirklich und dann habt ihr nur Klumpen am Ende. Das heißt, ich nehme jetzt von diesem Barista-Drink hier nur ein kleines bisschen, sodass gerade eben unten dieser Schaumring, also der Ring zum Schäumen, bedeckt ist. Und das mache ich jetzt einmal wieder auf heiß, also es leuchtet rot. Der heizt jetzt also auf. Ich nehme wieder das schwach entölte Pulver. Wieder ungefähr die gleiche Menge, ein gehäufter Löffel. Wenn ihr das stark entölte Pulver nehmen wollt, dann müsst ihr wirklich deutlich weniger nehmen. Dann nehme ich meistens
Ja, so viel ungefähr. Also ungefähr einen halben Löffel, die Menge vielleicht. Müsst ihr mal ausprobieren. Auf jeden Fall schmeckt es eben sehr viel intensiver. Da müsst ihr deutlich weniger von nehmen. Und hier ist es auch nicht schlimm, wenn man ein bisschen zu viel hat. Das schmeckt nicht gleich zu doll. Aber so die Menge ist, denke ich, ganz gut. Jetzt habt ihr hier eine kleine Menge heißer Barista-Milch. Ich sage immer Milch. Ihr wisst, dass ich einen Drink meine. Immer wenn ich Milch meine, ist es dieser Drink. So. Wir verrühren das sofort wieder. Seht ihr, es hat sich schön aufgelöst, aber das ist jetzt heiß. Das ist natürlich das, was wir gerade nicht wollen. Ich hole jetzt einmal Eiswürfel und dann machen wir gleich weiter. Also ich habe hier jetzt alles verrührt und mir vier Eiswürfel geschnappt. 3 bis 4 mache ich in der Regel rein, manchmal auch nur 3. Aber jetzt 4 und die mache ich auch jetzt schon sofort da rein, damit das schon mal runterkühlen kann. So. Und dann machen wir jetzt noch mal eine zweite Fuhre von dem Barista Drink, diesmal ein bisschen mehr. Also ungefähr, dass der, ja, dieser Pinökel gerade eben nicht bedeckt ist, weil das schäumt jetzt ja relativ doll. Ich habe ein bisschen gekleckert, egal. Das schäumt jetzt relativ doll, ihr braucht da noch Platz nach oben. Und jetzt halte ich hier gedrückt den Knopf, dann macht er nämlich kalt. Also wenn ihr gedrückt haltet, dann heizt er nicht, sondern er macht jetzt, leuchtet blau und macht es nur, schäumt es nur auf, aber erwärmt es nicht. Das heißt, es bleibt kalt. Die ist auch frisch aus dem Kühlschrank, also kalt. Und dann zusammen mit den Eiswürfeln habt ihr gleich eine Eisschokolade. Verrühre ich noch mal ein bisschen miteinander, dass es wirklich jetzt runterkühlt in der Zeit. So, das ist jetzt fertig geschäumt. Das gieße ich einfach oben drauf. Und ihr seht, wie viel geilen Schaum das gibt. Ich hätte sogar noch einen Tick mehr machen können. Normalerweise mache ich immer so eine Krone oben drauf. Das ist die Eisschokolade. Und ihr könnt jetzt ganz toll oben den Schaum ablöffeln oder eben ja das kalte trinken und genießen. Prost! Ja, das war's auch schon. So einfach sind die Rezepte. Jetzt habe ich hier meine beiden Kakaos, die ich gleich genießen werde. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wenn ihr es nachmacht sozusagen, schickt mir gerne mal Fotos davon bei Insta. Ich würde mich super doll darüber freuen, davon zu sehen. Schaut auch auf meiner Homepage nach. Ich blende sie nochmal ein. Da bekommt ihr die Rezepte kostenlos. Und ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Abonniert auch meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Und drückt auch auf die Glocke, dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online kommt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.